Und wenn eine Theorie alt wird, dann ist es so wie eine Muschel, die tief im Ozean liegt und voller so Tierchen sind, die sich da angeklebt haben, nicht entkrustet, nicht, und sieht gar nicht so schön aus und so glatt und so weiter wie zuerst, nicht? Und das ist meistens der Stand von etablierten Theorien, sagen wir heutzutage in der Physik, nicht? Da sind Epicycles und Epi-Epicycles und mein Gott, das ist ein großes Durcheinander. Großes Durcheinander, und es gibt kaum jemand, der das Ganze sehen kann und so weiter, nicht? Und wenn das zu schlimm wird, also wirklich hässlich, dann freuen sich die Physiker, weil sie wissen, es wird jetzt ist Zeit, etwas Neues muss kommen. Das wird dann umgesetzt, übersetzt. Vielleicht gibt es eine neue Mathematik oder eine neue Methode der Erklärung oder sowas, und dann passt es wieder, nicht? So in der Physik, das sind Widersprüche, und dann kommt Quantum Mechanics oder Relativity, nicht? Und dann ist alles wieder mal sehr schön, aber dann genau dasselbe passiert, nicht? Und das dauert ein bisschen länger, und es wird manchmal behauptet, dass die neue Verkörperung, die kann sich nur etablieren, wenn die alten Herren, die die alte Theorie gegründet haben und verteidigen, gestorben sind oder jedenfalls im Ruhestand.